Der Schützenbund gedachte gestern vor den ehemaligen Carabinieri-Kasernen in Neumarkt und Meran den Folterungen von vor 50 Jahren. In beiden Gebäuden, am Ballhausring in Neumarkt und in der Meraner Speckbacher Straße, wo unsere Bilder gedreht wurden, befanden sich Südtirol-Attentäter in Haft. Die Aktion unter dem Motto Schreie in der Nacht sollte laut Schützenbund vor allem daran erinnern, dass auch mehr als 20 Jahre nach der Unterzeichnung der UNO-Konvention Folter im italienischen Strafgesetzbuch nicht als Straftat gilt. An beiden Veranstaltungen nahmen auch ehemalige politische Häftlinge teil.